Herzlich willkommen in Seoul, Korea. Doch bevor wir in Korea ankommen, starten wir die Reise in Hongkong. Nach 4 anstrengenden Tagen waren wir auf den ein oder anderen Drink in unserer Lieblingsbar Penicillin in Hongkong eingeladen, wo uns Agung, der Chef der Bar, die übrigens Platz 22 der besten Bars in ganz Asien ist, auf ein paar Drinks erwartet hat. What are we on? I mean, it's icy. This is too less for you. No, I need to work. Ah, okay. Okay. Otherwise, my boss will fire me. Okay? Your boss? Yeah. Die Nacht wurde älter, als wir wollten, und dann kam der Hunger. Wo sind wir jetzt? It's like a local Hong Kong spot. Hey, wir müssen um 5 Uhr aufstehen. 0 Uhr 22. Lukas hatte noch Streit mit dem Touchpad im McDonald's. Die Pommes sind wack. Warum sind wir eigentlich schon zum dritten Mal bei McDonald's? Bei Singapur waren wir kein einziges Mal. Dann haben wir zügig aufgegessen und ab ins Bett. Am Flughafen in Hongkong. Wir fliegen nach Seoul, Korea. Ladies and Gentlemen, wir haben uns einfach gerade bei welcher Airline angestellt? Greater Bay. Wir fliegen aber Hongkong. Wir fliegen einfach 2 Flüge nach Seoul, Korea um die gleiche Uhrzeit. Schaut euch mal das coole Flugzeug aus. Pretty sick car. Hä? Yves Saint Laurent, Alexander McQueen. Ich muss ehrlich sagen, ich feiere diese Farbzusammenstellung. Ich glaube, dass die Farbe auch Tiffany heißt. Cartier. Herzlich willkommen in Seoul, Korea. Wir werden jetzt erstmal das Airbnb checken. Das alles dauert ein bisschen, das mit Taxi und sowas ist ein bisschen kompliziert, aber. Falls die Koffer verloren gehen, Leute, dann ist schlecht. Ruhe, den Abstand finde ich eigentlich ganz gut zwischen uns. Mach mal richtig einen Hip-Hop-Beat jetzt. Aha, Yeah, du kriegst gleich eins auf die Fräse. Wir sind in Seoul, Korea, und es fährt ein Kind. Eine Stunde später. Ey, wie lange sind wir gefahren? Stunde mindestens. Boah. Hans, es sieht einfach aus wie ein Mix aus Tokio und weiß was ich. Bruh. Ganz verdächtig nach Starbucks. Ich brauche locker 3 Starbucks-Filialen. Wow. Opa, Gangnam-Style. Boah, ich mag... Guck mal hier, Bro. Was? Randy's Donuts. Echt jetzt? Oh mein Gott. Da gibt's auch Kaffee. Ey, lass direkt dahin. Eine Ewigkeit später. 2-3 Stunden später, wir waren im Airbnb. Ladies and Gentlemen, könnt ihr euch erinnern an Tokio Harajuku? Ich finde, es sieht genau so hier aus. Es sieht genau so hier aus. Was ist das hier für eine Area? Gangnam. Gangnam? Sinsa, ich weiß nicht, ob Sinsa oder aber Sinsa. Ist das so eine Shopping-Area auch hier? Weil das voll. Voll. Ich glaube, in die Richtung geht's richtig ab. Das werden wir natürlich in den nächsten Tagen... Gangnam-Style, das Lied, das ist die Gegend. Hätte man mir nicht gesagt, dass ich in Korea jetzt bin. Alter, der kriegt die Fotos direkt auf den Laptop. Ja, kannst du mal anschauen. Echt? Hi. Auf jeden Fall, als wir vorhin mit dem Taxi angekommen sind, Ladies and Gentlemen, haben wir Randy's Donuts gesehen. Ich denke, jeder, der mir folgt auf meinem Kanal, hat das Video gesehen aus L.A. Das sind meiner Meinung nach die besten Donuts der Welt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Originalfiliale ist und dass sie das hier weiter verwenden, weil es genau das gleiche Design hat. Nein? Du kannst doch nicht komplett kopieren, oder? Boah, das geht, glaube ich, schon irgendwie. Wir werden drin fragen. Die haben damals erst gesagt, dass sie in L.A. so expandiert haben, aber nicht international. Wenn man durchs Fenster reinschaut, sieht man auf jeden Fall das Original Randy's Donuts. Ich sag so, wie es ist. Randy's Donuts. Wir tickeln schon so an, als ob wir hier zu Hause wären, oder? Ihr wart schon da, ich komme so runter. Ja, es sieht genauso aus wie Harajuku. Wie lange ziehen wir das eigentlich durch mit der Singapur-Mütze? In jedem Land mit. Also nur mal ganz kurz, Peter. Hier ist ein Pizza-Slice-Store. Ja. New York-Slice. Ja. Und hier ist ein guter Burgerladen, der liegt. Das heißt, jeder kann sich einfach das holen, was er will. Und dann essen wir auf der Straße. Wir haben richtig Glück gehabt wieder mit dem Airbnb-Unterlage. Randy's Donuts von Randy's Donuts.
Kannst du für mich fragen oder soll ich fragen? Da ich Randy heiße, ob ich Rabatt bekomme. Ja. Das habe ich in Amerika schon probiert, das hat nicht geklappt. Zeig mal deinen Ausweis. Habe ich nicht dabei. Hi. Hey. If my name is Randy, get I something for free? The donut store, is it new or? Yeah. Okay. How many months? 3 months? 6 months? 5 months? 1 year? 2 years. Isn't your original glaze? Dort, oder? Auch Preis ist okay, 2 Euro für so ein Ding. Okay, so we get 2 original glaze? Roasted yeah. Coconut glaze. 1 roasted coconut glaze? Yeah. Yeah. You know the song? Davon 2, roasted coconut raised, glazed crondy einmal. Wenn man im Restaurant ist, muss man auf jeden Fall ein Getränk nehmen. Habe ich auch zum ersten Mal gehört, aber es stört mich jetzt nicht. Da trinken wir alle einen Kaffee. Ja, die Caps sind cool. Es gab ja auch diese Zara-Kollektion bei uns in Deutschland von Randy's Donuts. Ach so, das wusste ich nicht. Aber das sah nicht so cool aus, bin ich ehrlich. L.A., L.A. Metropolregion, San Diego. Da gibt es überall Filialen. Las Vegas, Philippinen, Südkorea und jetzt noch Saudi-Arabien. Die kommen irgendwann nach Deutschland, ich wette. Und wenn die mit der Qualität nach Deutschland kommen, ist vorbei. Hat es vibriert? Kannst du mal fühlen, ob es vibriert. Kamsahamnida heißt einfach Danke. Sprich mal aus. Kamsahamnida. Kamsahamnida? Kamsahamnida. Junge, Junge, das wird was hier. Welcher ist jetzt welcher überhaupt? Was hast du genommen? Vanilla Latte. Ich glaube, der Double Shot ist der. Was ist denn das? Da ist so Yuzu drin oder sowas. Ich glaube, das ist dein Vanilla. Das ist meiner, ja. Ist schon hart angepasst so an den Style hier und an die... Ja, ja. Sieht aber geil aus, oder? Guck mal hier, der eigentliche Randy's Donuts. Ey, da waren wir. Ja, da standen wir. Wollen wir mal umrühren? Meine auch. Deine sieht echt tropisch aus. Cheers. Cheers. Cheers, guys. Ich brauche Milch auf jeden Fall. Meins besser, ja. Jetzt. Boah, ist eigentlich ganz geil. Ja? Das schmeckt wie eine Kaffeelimo. Ich könnte mir das voll vorstellen, vor dem Sport oder so. Das mag ich gar nicht mit Tonic Water. Das schmeckt ja fast genauso, ne? Schmeckt wie O-Saft mit Kaffee. Ja? World famous since 1962. Ich hoffe, dass diese Dinger mindestens genauso gut sind wie die wir hatten. Boah. Ich muss sagen, die sehen eigentlich genauso aus wie sie. Ich finde, die sehen schon fast besser aus, oder? Ich auch. Ich meine, der Name, das war schon alles ein bisschen rougher. Ja, also was ja auch kein Problem ist. Ich fand auch bei Randy Donuts wirklich nur den Original sehr, sehr, sehr gut. Bei den anderen, ich fand es ein bisschen zu alt. Und ja, ich glaube, das ist eine große Rolle. Ich glaube, die Originals sind immer am frischesten. Ja, genau. Also mit diesen Zimt-Dingern. Der wichtigste ist aber auch der. Ich nehme immer nur den oder Puderzucker. Pizza Margarita auf den Donuts. Eine Caramelana. Der wird fester sein wieder, ich weiß es. Oh, der fließt schon wieder leer an. Ich mag ja diese gerösteten Kokosraspeln so. Ey, so muss ein Donut sein. Ich habe aber ehrlich das Gefühl, dass die ein bisschen besser waren. Ey, lass mal kurz probieren. Drüben. Ich sage, innen waren die ein bisschen weicher noch, fluffiger. Kann schon sein. Der ist trotzdem fast perfekt, aber die ja. Waren noch weicher. Ja, ja. Die waren die waren in den USA weicher. Ich finde aber, die schmecken besser. Das kann ich nicht mehr sagen. Die schmecken ein bisschen natürlicher. Die schmecken so ein bisschen mehr nach... Bisschen qualitativer. Und auch richtig geil. Weil dieser Stoff, der in den USA erlaubt ist, hier verboten. Egal was, aber ist trotzdem, es hat sich gelohnt. Ich feier das. Boah. Boah, das erinnert mich an irgendein Gebäck. Ja. An, wie heißen diese Kokosmakronen, oder? Die auf so einem, wie heißen dieses Plättchen? Ist so ein Plättchen, ne? Mmh. Plättchen, ja. Weihnachten im Mund. Auch geil, die sind so was. Mmh. Irgendwie geil, aber. Da bin ich jetzt gespannt. Ja, der ist auch hier wieder nicht. Der ist geil, aber ich weiß genau was. Der hier. Okay, na, na doch, der kann schon krass sein. Mmh. 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 Genau so muss er sein. Boah. Boah, Junge, Junge, Junge. Das ist eine Mischung aus einem Croissant und einem Donut. Boah, der ist, glaube ich, einer der besten Croissants, die ich je hatte.
Bei Crispy sind die anderen Geschmacksrichtungen besser, das könnte sein. Aber der klassische taugt mehr. Alles, was wir hier gerade haben, ist ziemlich gut. Ich hab grad fettig, nicht mal gedacht, oder? Ich hab nicht mal gedacht, dass es der echte Randy's ist. Jetzt ist er besser. Es gibt Jungs, die sind zu schüchtern, Mädchen anzusprechen. Und es gibt Mädchen, die sind zu schüchtern, um Jungs anzusprechen. Schmeckt so eine Automatenpizza. Ja, knusprig. Krass, aber du kennst du diese amerikanischen Randy's. Weißt du, was das für welche sind? Es gab früher einen Randy in meinem Dorf, Digga, der war so ein Ghetto, Alter. Der hat sich immer K.O. Randy genannt. Jetzt sie mal hingesprayt. Was bin ich für ein Randy? Also vom Aussehen muss ich sagen, das ist, ich liebe es. Ich liebe diesen Look dieser Stadt jetzt schon und wir sind 500 Meter weg von unserem Airbnb. Die Leute sind schon wieder stylisch unterwegs. Seoul wird sehr, sehr krass. Welcher Tag ist heute? Dienstag. Für Dienstag ist hier echt viel los, oder? Also ich glaube, hier steckt sehr, sehr viel Power, Power, Power drin. Wir sind eine Stunde hier. Junge, das hat so Izakaya-Vibes, so Party-Vibes. Freitag und Samstag, ich muss hier raus in der Nacht. Ich muss alles wissen, riechen, schmecken, kennenlernen. Ah, hier ist auch eine böse Karaoke-Kultur, gell? Ja. Wir müssen eigentlich Karaoke singen gehen, so mit Fremden. Never mind, I find someone like you. I wish nothing but the best for you. The film. Salordi. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, ja, aber für einen Dienstag geht's hier doch böse ab, oder? Schau mal, wie viele Menschen hier draußen sind. Das, was mir ein bisschen fehlt so in Wien. Einfach ein Dienstag und es ist so viel draußen los. Oh, sauber, Nudelsuppe, Ramen ähnlich. Aber das ist japanisch. Ist kein koreanisches Gericht. Ach so. Soba-Nudeln sind japanische Nudeln. Herzlich willkommen in Korea und herzlich willkommen auf ein japanisches Abendessen. Ich glaube, ich war noch nie irgendwo, wo ich mehr Michelin-Empfehlungen gegessen habe. Also jetzt wie jetzt auf der Asientour. Ja, und auch Sterne gegessen habe. Wollt ihr Cold oder Hot Soba? Ich bin so feelingmäßig mehr auf Hot. Windows XP einfach. Thank you, ma'am. In dem Gerät haben die Tomaten so ausgehen, als wären da so drei apfelgroße Tomaten, finde ich. Boah, das schmeckt, weißt du, wie dieser Tee schmeckt? Der schmeckt wie Sonnenblumenkerne. Ja, so ganz leicht. Ja, Mann. Schmeckt wie eine Frucht, Bro. Das schmeckt gar nicht nach Tomate. Ohne Traube, Melone, irgendwie sowas. Ja, das hatten wir doch. Ja, irgendwas im Flash. Ich weiß wo. Diesen Job, die wir nie wieder gehen werden. Thank you. Wow. Eggplant Tempura, ladies and gentlemen. Shiitake. Boah, das riecht so fischig geil, Mann. Also ich weiß ja nicht, ob ich recht habe damit, aber ich glaube, diese zwei Ausbeulungen in der Schüssel sind dafür da, dass wenn du die Stäbchen so reinlegst, dass du Polizeifunk empfangen kannst. Nein, dass sie nicht in der Schüssel so rumfallen. Einer von euch weiß es. Das erste Mal, dass ich diese Speise esse. Mhm. Haben wir das in Japan gegessen? Nee, haben wir nicht. Ist schön mild, ist gar nicht so heavy salty. Anstatt irgendwie so eine übertrieben kraftvolle Ramen hat man einfach diesen einfachen Dashi. Es riecht deutlich intensiver, als es schmeckt, aber es ist irgendwie super lecker, angenehm. Und ich glaube, das habe ich gerade gesehen bei den Leuten, die hier saßen, ich weiß nicht, ob ich damit recht habe, man dippt die Nudeln hier so rein, nimmt so ein bisschen was mit. Oh, crunchy. Was mich interessieren würde, ist, warum sind die Nudeln überhaupt so dunkel? Was ist das? Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, sowas ist Buchweizen, aber ich weiß nicht, was Buchweizen ist. Probier mal. Mega lecker, sanft, so eine sanfte Rahmen. Man kann mir auch leichter vorstellen, wenn es richtig warm ist und man bestellt die kalte, ist bestimmt auch voll geil. Klassische Udon, die wir hatten. Mmh. Die Nudeln schmeckt so ein bisschen, wenn du so mehrere hast, wie wenn du einen Pizzateig reinlässt, ein bisschen weichen napolitanischen Pizzateig. Die beste Idee, das zu essen, damit wir heute gut schlafen. Wenn ich überlege, ich bürfe immer noch von gestern das McDonald's. Und man fühlt sich generell nicht so gut, wenn man nur 2 Stunden geschlafen hat, fühlt eine halbe Flasche Whisky mit Waggon getrunken hat, danach noch zu McDonald's und das letzte Nacht auseinandergenommen. 3 Stunden Flug nach Seoul, kann ich nicht genau sagen, ob es ein McDonald's, oh, Alkohol oder... Bei mir ist der Magen schon seitdem ich aufgestanden. Ja, okay. Soll das Ei teilen? Hä? Nee, ich will kein Ei.
Das ist so, als wäre ein Dragon Ball in der leicht dunklen. Ja, super süß. Super süß? Bisschen zu süß, aber trotzdem lecker. Weißt du? Nee, ich will kein Ei. Willst du Tempura probieren? Es schmeckt gut, aber der Teig von dem Ding ist mir zu süß. Weißt du, was ich meine? Oder taugt dir das? Ide du. Take it over. The man them too inconsiderate, 5-star hotel, smoking cigarette, mixing codeine up. Das ist eine super Speise gewesen, sehr gut bekommen, die Brühe sehr mild, hat mich nicht vom Hocker gehauen, aber super lecker. Oral. Nussprick. Also jetzt haben wir die Lösung auf jeden Fall. Was ich geredet habe, kompletter Schwachsinn, Alter. Irgendwie sieht es mir aber so aus, als hätte sich alles auf der Straße gerade gechanged und es ist ruhig. Wisst ihr wieso? Weil die gehört haben, dass Ausländer hier sind. Wegen dir. Ich feiere das hier. Ich denke, wir werden auf jeden Fall sehr, sehr coole Tage hier haben. Wir sind bis Dienstag da. Ich bin sehr, sehr happy. Diese ganze Reise ist schon wieder sehr, sehr erfolgreich gewesen. Wagwan. Hi. 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 Wir haben gar keine Hongkong-Merch gekauft. Ja, das war... Deswegen, ich wollte irgendwas mit... San Francisco steht da drauf. Nee, die sitzt gut im Kopf, warte. Uwiii! Ist der Jazzy Fizzle. Yellow. Gelb ist halt leider ein bisschen anders, aber das geht trotzdem. Geht die klar? Klappt mal raus im Bildschirm, dass ich mal sehen kann, wie das aussieht. Now this is a story. All about reality. Kannst du auslegen? 2600 ja. Kannst du auslegen? Man eat turn on. Ah ne, das sind 12.600. Okay. Und damit hat Singapur offiziell ein Ende für diese Tour. You got the food. Das Video noch nicht so aus, zu Ende. Too late. Ist aber mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Gibt's hier eigentlich auch Izakayas und sowas? Ja. Nennt man das auch Izakaya hier? Ich glaube nicht, ne? Okay. Na, Nico meinte, es gibt extra Chicken und Beer Culture, oder? Oh, ja. Ich habe den Namen vergessen. Chimmyoku, müssen wir nachschauen. So könnte man auch so einen Abend in Partyrichtung starten, oder? Ja, Bier und Chicken und dann gehst du feiern. Oder schlafen, je nachdem. Diarrhea incoming.